So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Syndicate. In der letzten Folge haben wir ja in der Osterfabrik die Kinder befreit. Und mal gucken, was wir heute als nächstes machen. Jedenfalls haben wir das Gebiet schon mal wieder frei. Faustwerk. Ja, perfekt. Sehr gut. Da machen wir wieder. Ah, wir haben noch eine Kopfgeldjagd hier. Lust auf ein bisschen Spaß? Ich brauche euch. So, ja, wie gesagt, wir haben es ja jetzt geschafft. Wir haben jetzt die Kinder befreit, wir haben das nächste Gebiet freigeschaltet. Und heute machen wir ein bisschen Kopfgeldjagd. Also Level 5, das kriege ich so gerade noch gebacken. Mit ein bisschen Hilfe, ja, aber machen wir schon dann wieder. Feinde rumlaufen? Nö, überhaupt nicht. Habe ich hier oben nicht noch zwei Leute stehen eigentlich von mir? Achso, ich dachte mir, wir könnten sie noch noch mitnehmen. Schade. Scheinbar nicht, aber gut. Ja, machen wir wieder ein bisschen Gebiete unsicher. Jetzt hörst du dann mal nicht mehr auf, was? I owe you one. Ta. So. Den haben wir ja schon. So, wie gesagt, die Kopfgeldjagd, die möchte ich hier noch gerne erledigen. Hier stehen zwei. Kann man die nicht halten? Oh, Level 7. Das ist Elby Vassell. Sie läuft nicht davon. Jag die mal da vorne. Natürlich wollen die jetzt alle mit. Ich hab ihn jetzt noch nicht. Doch, jetzt hat er. Sehr gut, danke. Jetzt reißt du dein Maul nicht mehr auf, was? Ist das der Typ? Nö, wollen wir nicht. Okay, dann wollen wir nicht mitnehmen. Ach, doch, müssen wir. Ja, es geht aber schnell. Wir können ja einfach hier irgendwie in der Ecke rein. So, jetzt müssen wir den abliefern irgendwie. Warte mal, aber die Frage ist, wohin? Ich höre irgendwo eine Kutsche, die hier wo steht. Da hinten. Ich muss mal gerade nur den Typen da erledigen. Ja, ich muss ja den Weg jetzt frei machen. Das ist das Problem an der Scheiße. Dankeschön, mein Freund. Dankeschön, mein Freund. Ist nicht irgendwo ein Fahrzeug oder so? Eine Kutsche, wo ich den mal einliefern kann? Nee, ne? So,
Alter, das ist natürlich ein ordentliches Stück Arbeit. Zieht eure Waffen und feuert! So, erledigt. Ja, halt ein bisschen Arbeit machen gerade. So, gucken wir, was wir haben. 5 Minütchen, ist gerade von der Folge. Also, ja, es werden kurze Folgen werden, das ist klar. Eieieiei. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. So, den muss man jetzt mal gerade. Meine Großmutter rennt schneller. So. Weil wir das einfach mal kurz eben erledigt haben. Bedingen Sie sich ja parken. Leider haben wir das Ziel nicht Leben zurückgebracht, aber das ist egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Die Aufgabe ist erledigt. So, gut, dann machen wir als nächstes was anderes. Dann gucken wir mal, was wir jetzt gleich machen. Aber wir haben das letzte Gebiet, wir haben das nächste Teilgebiet hier unten freigeschaltet. Und fahren ins Hauspark. Damit ist das Thema schon mal ein bisschen befreiter. Ja, es fehlt halt immer noch Aufgaben, ne? Hier hätten wir nochmal eine Templerjagd. Die wir dann wahrscheinlich jetzt machen. Da. Hey, ich hab einen Fähigkeitspunkt erhalten. Ich weiß, wir haben geplant, eigentlich die Themse abzuarbeiten, aber wie gesagt, schauen wir mal, sind wir jetzt im Hauspark gelandet. Aber das ist dann auch egal, wir kriegen schon hin. So, also wie gesagt, Templerjagd mit 2-6 machen. Das können wir schon hin. Ich denke mal, das sind wieder Feinde töten und so. Also, das Ziel mit einem... Ach Gott, also gut, okay. Da unten. Sechser Gegner. Philip Beckenridge. Ich mach's nicht mit der Kutsche, sondern einfach so. Anonym werden, ja klar. Müssen wir jetzt erstmal nur jetzt gucken, dass wir hier rauskommen. Aber es geht am einfachsten, wenn ich jetzt sage, einfach kurz den Gegner mal kurz lass mal. Kam da kurz das jetzt ein bisschen ein. Und tschüss. Egal. Ja gut, es gibt ja XP, es würde mehr Kohle geben, aber ich kann auch ein bisschen so arbeiten. So, und dann geht das nächste Gebiet in unsere Hand. So, die nächste Aufgabe, da muss ich auch wieder gerade gucken, wie sind auf meine Uhr. Gangquartier, Kinderbefreiung. Dann machen wir als nächstes, fangen wir dann an hier mit der... Mit dem Gangquartier da oben. Das wäre das nächste, was wir hier haben. Kann ich jetzt eigentlich irgendwie rüber? Nein, ne? Ja,
Ja, dann machen wir heute South Park halt. Dann ist das halt ja jetzt mal so. Aber wir müssen es halt irgendwo machen, ne? Es muss ja alles erledigt werden. So. Ja. Gut, es ist die einfachste Methode, einfach per Attentat den Typen, die Typen auszuschalten und dann zack, zack, zack. Ja, muss man dann nachher noch einen Zug. Alle Bleiters, okay. Wieder das gleiche Spielchen. Dann mache ich mal meinen Teil. Während der da mit den Dings beschäftigt ist. Gut, wie gesagt, das sind alles Level 5 war mittlerweile schon, ne? So, den haben wir schon mal erledigt. Schnüdel. Was ist denn der? Da unten. Die Hälfte haben wir. Wir sind ja. Ist der da drin im Haus oder was? Okay. Na gut, kann sein, ja. Einfach die Pläne verbrennen, gut. Naja, wie gesagt, ich muss ja nur die Typen jetzt alle nach und nach ausschalten, ne? Ne, ne, wir, du. Ihr macht nichts, ihr macht nichts, alles gut. Ich will halt nur eure Kollegen da. Ach, das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich da eine Etage höher. Übers Dach nämlich wieder. Da würde ich das gerne machen.
immer. So, der letzte steht hier, oder auf einer der letzten steht auf dem Dach oben. Scheiße, das war natürlich nicht gut. Ist natürlich super, dass ich jetzt genau in dem Moment mir das Ding über die Ohren fliegt. So. Also fehlt mir nur noch die alte da oben. Und dann müsstest du alle haben. Das war's. Mission erfolgreich. Erledigt. Und damit haben wir alle so. Wir haben sogar alle Aufgaben erledigt, die da zusätzlich noch dazu kommen. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Assassin's Creed Syndicate.